Tatjana, es ist Tag 271 des Krieges und wir sehen immer weniger Bilder von Kampfhandlungen. Täuscht der Eindruck oder beruhigen tatsächlich der Winter und die Kälte die Kriegshandlungen? Ganz so weit würde ich im Moment noch nicht gehen wollen. Also wenn man weniger Bilder mit einem Mal sieht, direkt von den Frontlinien, hat das unterschiedlichste Gründe. Manchmal ist es auch einfach so, dass die ukrainische Armee der Presse sagt, okay, im Moment kein Zugang zu den direkten vordersten Frontlinien, einfach weil dort so aktiv geschossen wird, dass es lebensgefährlich wäre, wenn eben Journalisten damit hingehen. Vielleicht aber auch, weil man bestimmte Dinge einfach nicht der Weltöffentlichkeit zeigen will, weil man nicht will, dass sie gesehen werden, aus Angst, dass da Dinge ans Tageslicht kommen, dass vielleicht auch Strategien verraten werden. All das will man nicht. Das ist ein Grund, warum es so Phasen gibt, wo eben weniger Bildmaterial nach draußen dringt. Dass sich tatsächlich die Kampfhandlungen abgeschwächt haben, das würde ich nicht sagen. Nach allem, was wir hören, gerade im Osten, gerade rund um Bachmut und in Richtung Donetsk, wird ganz massiv sogar gekämpft. Unten in Cherson, wir haben es im Beitrag von Christoph Hipp ja eben gehört, auch nach wie vor Artilleriegefechte über den Fluss hinweg. Also von einem Abflauen würde ich jetzt noch nicht sprechen wollen, auch einfach, weil ich sage mal, das, was eben zu einem Abflauen führen könnte, im Moment noch gar nicht gegeben ist. Zum Beispiel massiver Schlamm, der es dann eben bestimmten Geräten, die man mit dabei hat, unmöglich macht, nach vorne zu kommen. Aber an dem Punkt sind wir, ich sage mal, in der Ausdehnung einfach im Moment noch nicht. Tatjana, danke für diese aktuellen Informationen aus der Ukraine in Krivnyi Rih. Und du und dein Kameramann, bitte passt weiter gut auf euch auf.